So, da ist herzlich willkommen zurück hier. Lass mich raus, Junge. Mega. Ich werde hier eine Zeit lang beschäftigt sein. Warum gehst du nicht auf einen Sprung zu Parrish? Ja, er ist vor kurzem eingetroffen. Echt? Crawford und er warten. Okay. Ist er hier gleich hier vorne, what the fuck? Komm mal zu mir, weißt du? Mhm. Dies ist ein Befehl der KVA. Unterlassen Sie sofort jegliches ungezogenes Verhalten und kehren Sie nach Hause zurück. Weiter. Was? Welche Waffe? Bitte bleiben Sie ruhig. Und nicht schon es gab eine schwerwiegende Störung in diesem Sektor. Ich würde nicht schon da außen rumlaufen. Nur wegen einer Fick-Kamera. Kommt der eh nicht rein, oder? Hey du. Brady, ich glaube, ich bin ganz nah dran, einen Goliath zu orten. Es gibt aber ein Problem. Sunderland, mein Vorgesetzter, interessiert sich in letzter Zeit sehr für meine Aktivitäten. Ich habe etwas nachgeforscht. Er sammelt schon seit einiger Zeit Informationen über mich. Angeblich hat er vor, alles der KVA zu berichten. Wir müssen zuerst handeln. Wenn er mich ausliefert, ehe ich die Informationen über den Goliath habe, werden wir Walker nie zurückholen können. Ich sehe nur eine Möglichkeit. Wir müssen ihn eliminieren und die Beweise vernichten. Sunderland beaufsichtigt den Innenhof, während er im Dienst ist. Wir müssen ihn unbemerkt ausschalten, sonst könnte das alles noch auf uns zurückzuführen sein. Wir wollen ja nicht, dass die KVA-Offiziere wegen des Todes eines Collaborators anfangen herumzuschnüffeln. Was den Beweis angeht, er befindet sich definitiv in seinem Apartment. So wie ich ihn kenne, wird er alles weggesperrt haben. Ich habe mir den Ort vorhin angesehen. Du solltest dir leicht Zugang verschaffen können. Ich schicke dir die Daten auf dein Handy. Okay. Sobald Sunderland von der Bildfläche verschwunden ist, kann ich meine Ermittlung fortsetzen. Bald habe ich alles Nötige. Viel Glück, Brady. Ich würde persönlich auch erst den, das Apartment räumen und dann ihn killen. Das wäre auch meine Vorgehensweise. Zu verhindern, dass Aufmerksamkeit erregt wird und dann. Ne? Das werde ich jetzt in Ordnung holen. Bürger, sofort auseinandergehen und friedlich nach Hause zurückkehren. Ist das gleich auf 100%? Sind ein Kapitalverbrechen. Tödliche Gewalt ist zum Einsatz vorbei. Vandalismus und Unordnung werden nicht toleriert. Anstifter werden vor Ort nicht toleriert. Da kommt Bullshit. Die nicht toleriert. Wir machen trotzdem weiter. Im Programm. Haltet Ashgate. Mutmaßliche Terroristen wird bei Sichtkontakt verhaftet. Jeglicher Widerstand wird als feindselige Handlung angesehen und mit extremer Gewalt. Du bist nicht mehr weit von Sunderlands Apartment entfernt. Du solltest über die Feuerleiter reinkommen. Versuch aber, keine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Das wird relativ einfach, weil wir einfach die Aufmerksamkeit alle auf. Alle. Melden sich jegliche kriminellen Aktivitäten den nächsten Friedenswächter. Es gab eine schwerwiegende Störung. Ein Ermittlungsteam wurde entsendet. Okay, du bist drin. Jetzt wird's schwierig. Das Beweismaterial wird versteckt und weggesperrt sein. Du musst es finden und vernichten. Ich meine, sie werden nicht toleriert. Prüfer in Sunderland. Hier, safe. Brady. Der war einfach offen. Diese Beweise hätten gereicht, mich und den gesamten Widerstand auszulöschen. Hätte nie gedacht, dass er mich schon so lange beobachtet. Gut, dass wir rechtzeitig gehandelt haben. Brady, Sunderland beaufsichtigt den Innenhof, während er im Dienst ist. Es ist ein willenloser Versuch der Gemeinschaftsbindung, wenn man die Leute dazu zwingt.
zwingt, unter der Aufsicht von bewaffneten Wachen Getreide anzubauen. Zweifellos ein lächerlicher Versuch der KVA, uns persönliche Verantwortung für unsere Zukunft beizubringen. Alles klar. Typen, ey. Wenn er nicht so auf Gegner auch drauf. Jeder Bürger, der öffentliches Eigentum beschädigt, wird vor Ort verhaftet. Mhm. Mal sehen, Junge. Aktuelle Kriminalitätsrate hoch. Komplett richtig. Haltet Ashgate frei von Verbrechen. Geht mit gutem Beispiel voran. Bürger von Philadelphia. Sofort das gesellschaftsfeindliche Verhalten und kehren Sie in Ihre Häuser zurück. Bitte bleiben Sie ruhig. Terroristische Aktivitäten in diesem Bereich. Handys kann ich es bestätigen. Vergiss nicht, Brady. Du kannst nicht einfach jeden Collaborator töten. Wir müssen den richtigen erwischen. Wenn du das vermasselst, sind wir beide dran. Der Patriotentag steht vor der Tür. Das ist er. Das ist Sunderland. Du musst ihn lautlos ausschalten. Die KVA darf seinen Tod auf keinen Fall mit uns in Verbindung bringen. Haltet Ashgate frei von Verbrechen. Geht mit gutem Beispiel voran. Meine Geduld nicht heraus. Auf Friedenswächteranlagen wird tödliche Gewalt in Wege gebracht. Räumen Sie die Straße. Sunderland ist also tot. Das ist bedauernswert. Doch ich bin für den Erfolg des Widerstands unverzichtbar. Hey, du hast getan, was du tun musstest, Brady. Nachdem unser kleines Problemchen jetzt aus der Welt ist, können wir uns wieder auf den Goliath konzentrieren. Komm in mein Apartment, dann besprechen wir alles Weitere. Bin ich jetzt theoretisch auch zurück und senden, dass es hier richtig abgeht? Oder geht das nicht so einfach? Vandalismus und Unordnung werden nicht toleriert. Vor Ort verhaftet. Bist du bereit? Ich höre eh. Das Verurteilen öffentlichen Eigentums und gesellschaftsfeindliches Verhalten werden nicht toleriert. Lol. Das ist jetzt bei ihm oben einer. Nach allem, was wir für dich riskiert haben, kommst du ohne Informationen über Walker zurück? Naja, du hast keine Ahnung. Ach, was soll das? Ja. Jemand kommt. Ach, scheiße, Brady. Tut mir leid. Bin froh, dass du kommen konntest. Crawford hier hat ein paar Infos für uns. Mhm. Nicht wahr, Kumpel? Ja, tu ich. Wir wissen alle, dass es nicht schwer ist, einen Goliath zu finden. Aber wenn er dann noch deaktiviert und leicht zu stehlen sein soll, das ist eine Herausforderung. Ich habe es bei Reparatur- und Lagerhallen versucht, doch diese Informationen sind stark eingeschränkt. Aber dann wurde ich in die Logistikabteilung versetzt. Dort kümmern wir uns hauptsächlich um Lieferungen von Material und Ausrüstung in und aus dem Land. Das schließt natürlich auch Lieferungen des Militärs ein. Hey, du bist jetzt ein Postbote. Sehr unterhaltsam. Komm schon, war doch nur ein Scherz. Sprich weiter. Ich habe eine Lieferung mit Goliaths lokalisiert. Hey, nicht übel. Gar nicht mal so übel.
In ein paar Tagen wird ein ganzer Konvoi bei der alten Marinewerft ankommen. Schön verpackt und frisch aus der Fabrik. Wir müssen den Weg in die Werft finden. Es wartet schon darauf, gestohlen zu werden. Dann wirst du wohl wieder meine Unterstützung brauchen. Die Polizeistation hat alle Arbeiterpläne und mit etwas Hilfe kann ich die Aufzeichnungen der Werft einsehen und zwei Ausweiskopien machen. Brady und du könnten sich als Arbeiter ausgeben und einfach reinspazieren. Cool. Gute Arbeit, Crawford, das meine ich ernst. Brady, du gehst zur Polizeistation und ich sehe mir die Werft mal genauer an. Wir werden da unbewaffnet reingehen, also will ich genau wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Viel Glück. Das ist ein Traum. Ich stehe schon wieder vor der Tür. Auch wenn wir die Pläne schnell geortet haben, wird es nicht einfach sein, an sie ranzukommen. Du hast es geschafft! Die Leute sind... Ja. War ja der Plan. So wenig. Zeigen wir den Collaborators, wie es ist, wenn man sich mit dem Feind verbündet. Es ist an der Zeit, den Leuten Ashgate zurückzugeben. Cool, Brady, du hast es geschafft. Die Zivilisten wehren sich gegen die KVA und sorgen für Chaos auf den Straßen. Sieht so aus, als ob eine größere Gruppe der Polizeistation ziemlich zugesetzt hätte. Geh dorthin und sieh nach, ob du das zu deinem Vorteil nutzen kannst. Geh zur Polizeistation und hol dir die Pläne. Die KVA hat mit den zivilen Unruhen alle Hände voll zu tun. Das ist deine beste Chance, reinzukommen. Das ist ja auch der Plan. Kümmern wir uns erstmal um die neuen Glückwunsch-Ziele. Brady? Ich habe das Goliath-Gehirn geknackt. Ich konnte seinen Programmcode entschlüsseln und mein eigenes Betriebssystem schreiben. Wenn wir das in einen Goliath stecken, kann ich ihn gänzlich kontrollieren. Ich kann es kaum erwarten. Hoffentlich läuft die Suche nach dem Goliath gut. Have a Ende. Komm schon, zusammen schaffen wir das. Langsam! Brady, in Ashgate gibt es ein riesiges KVA-Hilfsdepot voll mit Essen, Wasser und medizinischen Vorräten. Wenn du einen Weg finden kannst, an all das ranzukommen, könnten wir viel Gutes damit tun. Verschwinde jetzt! Gesellschaftsfeindliches Verhalten werden nicht toleriert. Diese Zone unterliegt nun den Anti-Feindkampfmaßnahmen der Stufe 1. Riskieren Sie weder Inhaftierung noch eine Sperre der Rationskarten für Ihre Familie. Kann mein Schwanz lutschen. Du bist verhaftet. Auf den Orden sofort. Dann muss ich ja fotografieren. Aktuelle Kriminalität. Alle Bürger, die nicht
den noch erstochen. Protestieren ist ein Verbrechen. Räumen Sie die Straßen. Leute geholfen. Du hast heute etwas Gutes getan, auch wenn du dir dafür die Hände schmutzig machen musstest. Du weißt, dass ich dich nicht darum gebeten hätte, wenn es nicht an einer guten Sache gedient hätte. Danke. Mach ich doch eh. Ich bin ein guter, ey, Junge. Wen er damit meint? Die Koreaner oder die Aufrührer? Brady, das ist der Drohnenturm, der alle Drohnen in der Zone steuert. Wenn ich Zugriff auf dieses Signal bekommen könnte, finde ich vielleicht heraus, wie die KVA mit ihren Maschinen kommuniziert. Erobere ihn. Mit den Drohnen drum hacken. Bam. Ashgate Drohnenkontrolle.
Gelände überfallen. Yeah. Looks good. Jetzt, da der Drohnenturm kompromittiert ist, kann die KVA keine Drohnen gegen uns einsetzen. Ja, ziemlich sick, ne? Geil. Wo ist Brunette? Der geht mir an den Sack. Der Doc, oder was der ist? War der Doc, ne? Aktuelle Kriminalitätsrate. Dann musst du dir deine Rechte nehmen, wenn du sie nicht kriegst. Ganz einfach. Bossen. Die KVA produziert in der nahegelegenen Anlage Propaganda. Wenn wir sie beseitigen, können wir Nachrichten des Widerstandes verbreiten. Der KVA riskieren sie weder Inhaftierung noch eine Sperre der Rationskarte für ihre Familie. Alle Anstifter werden ausnahmslos verhaftet. Kehren sie nach Hause zurück, wenn sie nicht verhaftet werden wollen. Wenn sie nicht verhaftet werden wollen. Was? Das ist ein geil, ne? Ich muss ihn leider fotografieren, tut mir leid. Aufnahme im Schulungszentrum in Nordphiladelphia. Schulungszentrum?
Jetzt ist da wieder einer. Ich muss was mit einem Wichser da wegklatschen. Ey! Typ, Junge, wo bist du? Alter, das kann nicht sein! Sultan! Da kommt noch nichts hoch! Wichser. Da, jetzt baut da wieder einer. Jetzt sind da schon wieder zwei. Alle runter, bleibt ruhig. Ist doch nicht dein Ernst, ey. Verzeiht euch, sofort. Zieht ihn da! Ich kann das halt nicht bedienen, solange da Typen sind. Ja, mal wieder respawnen. Alle ruhig bleiben und runter von der Straße aufeinander. Hier, du Wichser. Jetzt ist der unmittelbar. Alter, das kann nicht sein. Ohne Witz. Wieso spawnt denn immer wieder einer, ey? Kack, ey. Können er nicht fahren, weil da immer wieder einer spawnt. Hier, Junge. Jetzt auch. Bam. Oh, Alter. Was für eisige Kinder. So. Jo. Wenn wir die Propagandamaschinerie der KVA abschalten, können wir unsere Nachrichten einfacher verbreiten.